Hallo liebe Kinder und willkommen im Winterwunderland, dem nuklearen Winter. Okay, ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Hallo. Okay. Hat auch seine Gründe, die Gründe nennen sich, wie ich schon mal in einem anderen Video beschrieben habe. Okay, da geht's wahrscheinlich zurück. Ja, es sieht stark danach aus. Durchfall und Erbrechen heißen, aber darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, da ich das schon in einem anderen Video gemacht habe. und zusätzlich, wow, die Draw Distance sucked. Und zusätzlich kommt ja auch noch dazu, dass ich 42 Stunden die Woche arbeite. Sorry, und erstmal ein Mittelfingerzeichen. Du hast so sehr den Tod verdient, du Stück Scheiße. So, oh mein Gott, ist dir kalt, meine Kleine? Vielleicht liegt es daran, dass du, dumme Hure, deine Scheißkleidung aufgeritzt hast, weil du eine modische Fucking Hurendiva sein willst. Hä? Kann ich da auf dem Kopf stehen? Warte mal. Nee, ich rutsch runter, sehe ich das richtig? Fucking. Ja, okay. Dann rutsch da runter, warte mal. Aber was ihr bestimmt gefallen wird. Also, schön, dass ich übrigens nicht brenne. Now the flowers will grow. Oh ja, Kotz ins Feuer. Oh mein Gott, so viele Fetische auf einmal. Oh, wie cool ist das? Guckt euch das mal an. Oh, das ist aber nett gemacht. Das ist aber echt nett gemacht. Mit den Dings hier. Wie heißt das? Fußspuren im Schnee. Was haben wir hier Feines? Bates Hotel, private rooms, relaxing, murder-free showers. Ha. Murder free, you say? Not if I can put a stop to this. Dann ernsthaft, vielleicht können wir daraus ändern, dass es noch mörderfrei ist. Was gibt's hier? Normalerweise sind coole Sachen in den Räumen, bei denen draufsteht Angestellte, nur Angestellte oder Angestelltenbereich. Hey, cool. Would you like to make a generous donation to this dubious charity? Fuck you! Shit. Liebe die Leute, was bist du denn für einer? Oh mein Gott. Oh mein Gott. I'm sorry. Der hat einen Fedora. Wenn er einen Fedora hat, dann mag der bestimmt auch My Little Pony. Wenn er My Little Pony mag. Moment, nein. Wenn er My Little Pony mag, dann ist es. Dann haben wir ihm gerade einen großen Gefallen getan. Also. Scheiße, die halten was aus. Das ist Wahnsinn. Ja, kein Problem. Kein Problem. 50 Schüsse in den Kopf jagen und trotzdem überlebt er. Also, um mal auf den Inhalt dieser Folge einzugehen. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach ein bisschen Kleingeld. Wolle Dose kaufen? Nein. Would you like to make a generous donation to this dubious charity? Fuck. Wir sind auf der Suche nach ein bisschen Kleingeld. 377 von 3000 haben wir. Und wir haben gehört, dass es hier einen Kinderstar, dessen Name mir nicht einfällt, beziehungsweise von dem ich auch wirklich weiß Gott nie was gehört habe. Dann kann ich die... What? What? Hat er mich... What? Ins Fenster geschubst? Was ist das? Okay. What? Kann es sein, dass das Spiel hier gerade komplett buggt? Nicht den gelben Schnee essen, Kinder. Kinderstar, von dem ich wirklich nie was gehört habe. Ich denke mal, eventuell in Amerika bekannt. Ich weiß es nicht. Was für Fetische haben diese Leute? What? Okay, lass mal den schnellen Ausgang nehmen. Lasst uns nie wieder darüber reden, dass wir hier jemals drin waren. Hey, hast du ein Afro? Hey, you, cool. How about offering to help some poor unspecified group of today's society? As if. Shit. Gott, die schwarzen Black Lives Matter Guys. Ja, um meinen Gedanken zurück zu Ende zu bringen, bevor ich es wahrscheinlich nie schaffen werde. Da ist ein Kinderstar, der ein bisschen erwachsen geworden ist in der Stadt. Wir starten mal einen Besuch ab und schauen mal, ob wir vielleicht bei so einer großen Messe, Veranstaltung von Menschen, vielleicht kann man da ein bisschen Geld absahen. Ah, ist ja nie. Leute sind ja nett. Hilfsbereit. Wohin müssen wir eigentlich genau? Gute Frage. Wohin müssen wir eigentlich wirklich genau da? Dieses kleine Gebäude? Seventh Heaven?
Tunnel closed until Thursday. Food stores. Keine Ahnung, aber lass uns mal reingehen. Was haben wir da? Oh, was ist das denn? Also es scheint noch einige Areale zu geben. Freitag geht's da. Ernsthaft? Ich komm nicht durch die Tür rein. Ernsthaft? Okay. Nice. Was kann ich hier kaufen? Ach, Cash for Cats. Verkauf dir meine Katzen nicht, du Drecksau. Was gibt's denn hier alles? Shoulders and Heads. Shampoo. Ach ja. Gnashes. Like white with bleach. Bleach ist Bleichmittel. Und wenn man Bleichmittel zu sich nimmt, dann stirbt man. Repulsion sagt mir nichts. Stiffy Hairspray. Ich finde es aber cool, wie man das ganze Zeug darauf lesen kann. Das ist wirklich schönes Detail. Monkey Chow. Pork M's. No Hooves. No Hooves, guys! Tortilla Crisps. Man, original. I gotta stop smoking flavor. This crap. Power Station? Was? Achso. Warte mal, was ich gebrauchen könnte, wären wahrscheinlich ein paar Health Pipes. Ich werde nämlich noch sehr viel Schaden nehmen. So, whoops. This can't be good for. Naja, whatever. Sock Rocket. Wenn ich Revolver Munition finde, dann wäre das sehr schön. MP5? Ich habe noch keine MP5, oder? Auf geht's. Man kann nie genug MP5s haben. Me, but I feel great. So. Oder hatte ich die vorher? Weiß ich gar nicht. Bottle of Water? Sowas gibt es? Hä? Wer atmet denn da so? Du Dummer! Hab ich dir erlaubt zu atmen? Gott. Turducken. Sausage and Tofu. Turducken. Turducken. Oh mein Gott! Das ist ernsthaft! Es gibt einen Comic im Internet. Ich erinnere mich dran. Piss. Das ist ein total krankes Comic. Sucht mal danach. Turducken. Oder Turducken. Da geht es darum, dass einer eine Religion darauf gründet. Auf etwas, das er Turducken nennt. Oder Turducken. Ich weiß nicht, wie es nennen soll. Und. Das ist im Prinzip ein Turkey, ein Duck und ein Chicken. Irgendwie ineinander reingestopft. Turkey, Truthahn, Chicken, Hühnchen, Duck, Ente. Und sucht einfach mal danach. Alter, ich habe die Referenz erkannt. Ich will nicht wissen, wie viele Leute diese Referenz erkannt haben. Wo muss ich lang? Winter Wonderland. Noch ein Stück in die Richtung. Oh ja, Tatsache. I regret nothing. Gott. Wie genau bist du gestorben? Piss dich. This way. A for-profit org. Meet Zack Ward. Oh, das sieht aber cool aus. Das sieht gut. Das sieht echt ziemlich schön aus vom Detailgrad. Holy shit, das sieht ziemlich gut aus. Also das ist bis jetzt das grafische Highlight dieses Spiels. What the fuck? Guck dich das mal an. Das sieht wirklich gut aus für Postal. Okay, ich muss auch sagen, Postal 2 hat jetzt eigentlich wirklich sehr gut gealterte Grafik. Das haben selten Spiele. Ich finde, das kann man heutzutage immer noch spielen und es sieht eigentlich ziemlich gut aus, alles in allem. Es ist kein grafisches Meisterwerk oder hat jetzt irgendwelche Effekte, die einem vom Hocker hauen, aber es ist stimmig. Es sieht ganz gut aus. Es hat Pizza, die irgendwie alle nach Scheiße schmecken, wie es scheint. Es hat komische Aktenordner. Lavalampen. Head and Shoulders. Head and Shoulders! Fucking Head and Shoulders. Was ist das denn? Pizza Rolls? Pizza Buns. Fudge Pack. Traube, Nuss, Schokolade habe ich nie gegessen. Ich mag Trauben, ich mag Nuss, ich mag sogar Rosinen. Ja, ja, steinigt mich. Ich mag Rosinen. Aber Traube, Nuss, Schokolade nie gegessen. Krass, ne? Krass! Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Wahnsinn, sowas. Kann man sich gar nicht vorstellen. Unglaublich. But. Would you like to make a generous donation to this dubious charity? Hey! Danke für nichts. Danke. Head and Shoulders. Es gibt
Film, der nennt sich Evolution. Und da geht es darum, ach, ich will's eigentlich nicht spoilern. Offering to help some poor unspecified group of today's society. Ich muss gerade was sagen, aber you gotta be fucking kidding. Nein, der hat Iron Knuckles. Wow, der hat mehr als Iron Knuckles. Ich will's nicht spoilern, aber ich sag mal, Head and Shoulders hat eine große Rolle darin. Also, der Film ist gut. Ich würde ihn wärmstens empfehlen. Es ist ein Film, den haben nicht viele gesehen. Ist, glaube ich, aber auch für die Leute, die ihn gesehen haben, ist ziemlich gut angekommen. Evolution mit, wie heißt der? David Duchovny. Das ist der Typ, der Mulder. Nee. Doch, Agent Mulder in Akte X gespielt hat. Mit, die anderen kenne ich gar nicht. Doch, der Typ. Ah, wie heißt der? Der Typ, der mit The Rock Welcome to the Jungle gemacht hat. Oh Gott. Ich komme nicht drauf. Sean William Scott? Nee, oder? Nee, der heißt nicht so. Irgendwie so. Egal, This Way. 25 für ein Foto. Back of... Eine Tüte mit seinem Atem. $30. Sollte ich auch verkaufen. Und ich weiß, dass einige von euch das kaufen würden. Erstmal die MP5 hier nehmen. So, wie richten wir am meisten Chaos hier an? Hey you, how about offering to help some poor unspecified group of today's society? No way, you freaking pinko. Okay, you gotta be fucking kidding. Die wollen mir echt kein Geld mehr geben. Kann man sich das vorstellen? One side. Idiot. Kann ich den Teddybär verkaufen? No, no, solely sighting. Look out! Hey, watch it! Hör mal das Audio. What? Nice Hitbox. Hör mal das Audio. Die Nutella stimmt für diese. Idiot. Für diese Episode. Letztens hatte ich ziemlich Probleme mit dem Audio. Aber ich hab's eigentlich getestet, bevor ich diese Folge angefangen habe. Natürlich sind wahrscheinlich die Settings jetzt komplett wieder unterschiedlich. Da hat sich wieder alles geändert. Wo geht's denn hier lang? Hä? Warum sehen die alle gleich aus? Irgendwas gefällt mir nicht. Es gefällt mir auch überhaupt nicht, dass der Weg bis zu dem Typen so unglaublich lang ist. Das heißt nur, dass es ein langer, langer Rückweg sein wird. Oh shit, warte. Oh shit, es tut mir leid. Tut mir nicht weh. Tut mir nicht weh. Dann muss ich dir auch nicht weh tun. Ich hasse diese Leute. Und ich bin auf dem. Kein Thema. Warte mal. Kann ich da. Ich kann da ganz einfach drauflaufen. Und dann tropft noch ein bisschen Pisse von der Decke. So wie ich es gerne habe. Komm, ich dreh dich aus. So good. Dreh das Feuer aus. Gern geschehen. Muss mir nicht danken. So. Oh Gott, es gibt so viele Möglichkeiten. Komm ich da rein? Ah, okay. Da ist nämlich noch McDonald's. McDonald's is life, McDonald's is love. Ist es ernsthaft? Fuck Club. Oh mein Gott, es ist eine Anlehnung an Fight Club. Oh, Entschuldigung, man darf nicht über Fight Club reden. Oh nein, was habe ich getan? Ich habe über Fight Club geredet, der ein echt guter Film ist. Darf ich jetzt nicht über den Fight Club reden, in dem es um den Film geht? Oder darf ich über den Film an sich auch nicht reden? Ist das die Regel? Don't talk about it. So. Die Leute schon mit der Pistole hier rumrennen. Naja, gut, es ist Amerika. I feel better God already. Bless, ne? Wie sehr ich die einfach alle anzünden will. Es juckt schon so ein bisschen im Finger, ne? Könnte jederzeit losgehen. Könnte jederzeit losgehen, Leute. Vielleicht jetzt, ne? Oder vielleicht doch nicht. Wer weiß. Nur mal kurz angesenkt hier. Pizza nochmal warm gemacht. Kein Problem. Oh shit. Hoffentlich. Wetten, wenn ich jetzt eine Minute nicht aufpasse, steckt der alle an.
Komm, tu es. Tu es, steck nur noch eine einzige weitere Person an. Ich finde es so großartig, wie diese Flamme in Zeitlupe auf die Leute zugeht. So, was haben wir hier noch? Ah, das ist ein schönes Gemälde. Erkennt irgendjemand, was das sein soll? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, für mich sieht es ein bisschen aus nach Herr der Ringe, aber ich kann mich natürlich auch komplett täuschen. Ach bitte, ernsthaft. Gott, die Leute haben keine Manieren. Ja. Ja, ja, deine kleinen Wehwehchen gehen mir am Arsch. What the fuck ist das für eine Gefängniszelle, wenn du hier einen verfickten Plasmafernseher hast? Meine Güte! Die leben hier besser als ich! Ne, ich hab echt... Wow, cool. Ich hab keinen Plasmafernseher, ob man es glaubt oder nicht. Ob man es glaubt oder nicht, aber mit meinen enormen... Mitarbeitergehalt und mein paar Euro Stream-Einnahmen habe ich tatsächlich keinen Plasma-Fernseher. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Wahnsinn. So, keep going. Was gibt's hier noch so? Oh. Oh ja, Gras. Oh ja. Warum? Wie zur Hölle funktionieren diese... Gefängniszellen. Automatische Gefängnis. Moment, das gibt's ja wirklich. Gibt's ja wirklich. Und dann ist hier natürlich ein verfickter Raketenwerfer. Okay, das Universum sagt mir, was es zu tun gibt. Warte mal, muss ich hier hin? Oh ja, Tatsache. Da muss ich hin. Dann gehen wir also nicht dahin. Sonst hätten wir die Crackpfeife übersehen. Und Crackpfeife brauche ich zum Überleben. Und den Kuhkopf. Okay, das Universum schickt mir sehr viele Zeichen. Ich muss einen Kuhkopf verwenden. Wo ist denn der Kuhkopf? Ah, nein. Kuhkopf. Yo. So ein Haufen Scheiße von einer Waffe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber gut, ich habe 3 davon, ich sollte sie irgendwie loswerden. Allgemein sollte ich meine Munition mal... Weißt du was, ich sollte meine Munition einfach wirklich mal komplett mehr einsetzen. Blasting? Blasting Zone ahead? Blasting Zone ahead? Bin ich denn jetzt bitteschön? Bin ich jetzt... Was? Was? What? So viele Fragen, keine Antworten. Oh mein. What? Okay. Okay. Hallo liebe Leute, ich bin's, der Postal Dude. Oh shit. Who goes there? Who dares disturb the great Zach Wood? Hey, former child star. How about sharing some of those child star royalties for this clearly on the level charity I've got here? Listen, jerk. You better watch your tongue, for you're standing in the presence of greatness. I am Zach Wood, leader of the Farsi clan here at my wondrous Winter Wonderland compound and world-renowned actor extraordinaire. Yeah, I can't say I'm familiar with your body of work. Now, how about that donation? What? But are you kidding me? How can you not know who I am? What, have you never seen Titus? Transformers, Resident Evil Apocalypse, Blood Rain 2, Alone in the Dark 2, Dark House. Come on, Almost Famous? Really? I was a Mike and Molly dude. Liv and Maddie, you watch the Disney? No? I did Army of Two, The Devil's Cartel. Great video game. That was a really good video game. NYPD. Blue. Twice. Nothing? Dick. Nope. Doesn't ring a bell. And not even the beloved and cherished holiday American classic, A Christmas Story?
It comes out every year for 24 hours, dude. Come on, there's a marathon. Never heard of it. Say, what's up with those yellow eyes? You high on something? Oh, that's it, bitch. Okay, ich habe einen Bosskampf erwartet. So, was können wir machen? Können wir es cool machen? I gotta find more of that good stuff. Können wir es cool machen? Können wir cool sein? Können wir ausnahmsweise einmal cool sein? Oh, shit. Das ist ein cooler Fight. Erinnert ihr euch an Metal Gear Solid? Wow. Kann ich da mal... Natürlich hat er... verfickte... Was ist mit denen da? Pisst euch. Das war meine komplette Munition. Okay, whatever. Erinnert euch an den Kampf Metal Gear Solid Sniper Wolf gegen... Fick ist mit dieser Rakete, was hat die getrunken? Sniper Wolf gegen Solid Snake. Das war ungefähr genauso. Scharfschüsse, wenn nichts erreichst, dann einfach. Ach, fuck, was ist das denn für eine Kacke? Okay, weißt du was? Erstmal den Pisser da oben, der geht mir auf den Sack. Piss dich da oben. Sieht aus wie eine gute Möglichkeit, mal meinen Revolver zu holen. Wow! Scheiße, der hält was aus. Okay. Planänderung. Wow! Kumpel! Wow! Äußerst. Wow! Okay, das ist. Ah, das ist mal anders. Warum habe ich nur 9 verfickte Schuss für mein Scharfschützengewehr? Warum bin ich so eine arme Sau? Ich hätte mal mehr Scharfschützen. Du verpiss dich, du dummer Rotschopf. Also, wir können ihm jetzt noch ein paar Mal in den Kopf schießen. Und wahrscheinlich müssen wir Feuer mit Feuer bekämpfen. Was da? Piss dich da hinten! Okay, okay, okay. Also Feuer mit Feuer bekämpfen. Wir nehmen uns unsere MP5 raus. Wo ist mein Red Bull? Wo ist mein Red Bull? Ernsthaft, wo ist es? Nimm mal ernsthaft! Ich hab doch so viel Red Bull dabei! Da ist mein Red Bull. Ach Gott, ich hab auch mehr. Spleen's poking out. Well, Spasti. Oh ja. Oh ja. Okay, das ist ein Kampf der Giganten. Ein Kampf für die Götter. Warum brenn ich? So, jetzt meine Muni alle. I feel better already. Fuck you! I'm sorry, apparently I'm feeling a little psychotic this morning. So, wo ist jetzt meine Spende? Wo sind die Pisser? Pisst euch, allesamt. Allesamt, ihr kleinen dreckigen Rotschöpfe. Wollte gerade sagen, ihr fahrt zur Hölle, aber ihr seid, gut, ihr seid Rotschöpfe, ihr werdet nirgendwo. Ohne Seele werdet ihr nirgendwo hingehen. So. Was ist das denn? Was ist das denn, du kranker Pisser? Vergewaltigst du hier irgendwelche Leichen? Ohne mich? Meine Güte, die Nerven von diesen Menschen. Okay. That's the stuff. Das war der erste Bosskampf von Paradise Lost. Zack Wood. Der einen Film mitgespielt hat, die er vorhin aufgezählt hat. Resident Evil zum Beispiel. Den ich gesehen habe. Aber ich wüsste nicht, wer es sein sollte. Alone in Dark habe ich nicht gesehen. Christmas Story, die jedes Jahr kommt. Ja, kenne ich wahrscheinlich. Was ist das denn? Postal, the movie. Den Postal-Film habe ich tatsächlich nie gesehen. Glaubt man es oder glaubt man es nicht? Ich habe den Postal-Film nicht gesehen. Ich war damals so gehypt dafür.
Habe ich den Trailer gesehen, habe mir gedacht, nee. Okay, jetzt geht die Scheiße los. Pass auf. Das ist okay, das ist irgendwie übertrieben cool. Oh mein Gott, auf geht's. Wo sind die nächsten? Kommt her. Oh mein Gott, das ist viel cooler, als ich es mir vorgestellt habe. Fuck you! Pisser. Nein, nicht die Pizza. Die schmeckt zwar nach nichts, aber. Weiß ja nie. Komm her. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? You want some, bitch? Ernsthaft. Jetzt ist mein Energy Drink gerade ausgelaufen. Kleiner, dreckiger Pisser. Komm her. Boah, 360 no scope. 420 MLG. Smoke weed every day. I can feel better already. Und. Fuck you all. Fuck you all. Das war's. Das ist gar nicht mal so schlimm gewesen. Maybe it's just me, but I'm sensing a bit of hostility here. I suppose I should be wary of this crowd from now on. Oh Gott, darum war's alles rot. I wouldn't want to upset them further. Get breast pump. Ja, das sieht aus, als wäre es ein Stück. Ja, ich denke, das reicht. Das reicht auf jeden Fall für eine Episode. Das war das Winter Wonderland. That's fuck you, Zack Wood. Fuck you, Zack Wood. Fuck you, Zack Wood. Fuck you. Fick dich, Weihnachten. Fickt euch Geschenke, fickt dich Pedobär, fickt dich Adventskranz. Und du, du bist schwarz. Da muss ich nicht mal was dazu sagen. Nein, 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 bevor er aufhört zu kotzen. Oh Gott, es ist immer so befriedigend, wenn sie aus ihrem Hals rauskotzen. Bis zum nächsten Mal.